ist der neue? Da. Wir werden angegriffen. Ja, es ist wie eine Fregatte. Ja, ja. Alles gut. Die tut nichts, sie will nur spielen. Jo. Ah, jetzt ist schon der letzte in Arbeit. Sehr schön. Oh, wie viele kommen hier noch? 3. Also sind 6 Punkte noch zu vergeben. Oh, passt ja. Dann haben wir genau 90 Punkte. Hätte ich den Arzt ja nicht vernichten müssen. Na, egal. Alles gut. So. Die und die. Geht mal schon mal an Bord. Und hier auch. So. Und dann fliegt er schon mal ganz unauffällig hier hin. Wirklich ganz unauffällig, ganz subtil. Nicht wahr? Wahrscheinlich werden die Ares dann gleich erstmal schön die Aufmerksamkeit seines Jägers auf sich ziehen. Das können sie aber gerne machen, das ist alles in Ordnung. Ich speichere das auch gleich vorher. Weil ich will wirklich wissen, ob das Kapitol dann wirklich stehen bleiben muss oder ob es egal ist. Dann davon mal ab, dass das Kapitol sowieso ziemlich viele Punkte hat mit 12.500. So, die beiden tragen wir natürlich ein, ist klar. Der Turm und dann das Kapitol direkt. Müsste reichen eigentlich. Die Frage ist nur halt, ja, ob wir dann wirklich noch vorher die Basis hier aufbauen sollten oder... Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich will das erstmal ausprobieren. Ich speichere dann gleich nochmal, wenn wir soweit sind. Und dann gucken wir mal, ob das wirklich Punkte bringt. Ich gehe nämlich mal davon aus, wenn er das Kapitol weghaut und das heißt, ja, bauen sie das da wieder auf, gefälligst. Machen wir das. Ja, kein Problem. Jo. Alles klar. Natürlich kommt er gleich wieder mit dem Träger um die Ecke, ist klar. Alter. Was eine Energiesalve. Ja, und tschüss. Alle Cyborgs sind da. Sehr schön. Hoppla. Das war ja nur einer. So. Einmal speichern, bitte. Einmal unter Glück 3, bitte. Dankeschön. So, und dann machen die Cyborgs schon mal einen kleinen Ausflug. Und zwar in diese Region, bitte. Genauso auch die Helis. So. Wie gesagt, dann werde ich die Ares nämlich gleich mal auf Speerverhalten einstellen, weil dann greifen sie nämlich nur auf Befehl an und laufen ansonsten davon. Er wird wahrscheinlich viele Wächter haben, das dürfte klar sein, genauso auch für den Jäger halt noch. Aber es geht halt darum, dass er halt, dass sie halt nicht so viel Schaden anrichten sollen. Weil ich halt nicht weiß, ist der Kubaner danach noch unser Verbündeter oder eben nicht. Ne? Weil, wie gesagt, ich berufe mich auf die Tipps in der Einführung, wenn es dann heißt, so von wegen, ja, die USA sind sehr mächtig, sie sollten ihnen nicht mehr schaden als nötig oder so. Hm. Wie gesagt, wenn was in den Tipps steht, steht es nicht ohne Grund da. Ne? Das darf man halt nie vergessen. So, die Ares sind gleich schon mal da, das ist gut. Genauso auch die Helis, die sind auch da. Ich weiß jetzt nur halt nicht, wo der jetzt genau fliegt. Speichern wir nochmal. 3. So. Ares, Speerverhalten, Angriff auf den Turm, bitte. So, und ihr wartet dort. Ist das. Es kann manchmal so viel einfacher gehen, ne? Mit der Fortbewegung. Einfach per Heli. Wie gesagt, wird das Kapitol zerstört, ja, meine Güte, dann ist es halt so, ne? Wüsste jetzt nicht, warum da jetzt irgendwie gemeckert werden müsste. Bloß die Probleme werden halt die Türme machen. Die beiden hier. Weil die halt in Reichweite sind. Jawohl. Und jetzt den Turm noch. Danach das Kapitol. Guckt euch das an, ey. Alter. Wir werden angegriffen. Was? Oh, so ist eine Frage.
Gatte, ja, alles gut. So, der Turm brennt aufs Kapitol. Jetzt wird's interessant, Freunde. Wie gesagt, wir müssen ja noch die Basis auf Kuba aufbauen, ne? Das haben wir auch noch nicht gemacht. Aber ich will halt erstmal wissen, ob das für das Kapitol dann tatsächlich auch Punkte gibt. Ist halt quasi, wenn ihr so wollt, ein Experiment. Er baut aber auch nur diese U-Boote, ne? Keine anderen. Also er scheint keine Atom-U-Boote bauen zu können. Gut, das Kapitol brennt. Schon mal gut. Unsere Helis kommen. Kein Turm in Nähe. Wunderbar. Absetzen. Sehr gut. Siedlung. Aufbauen. Und rein. Und rein. Wir werden angegriffen. Keine Auswirkung. Habe ich mir gedacht. Mit anderen Worten, wir müssen erstmal, bevor wir überhaupt irgendwas da machen, erstmal die benötigten Gebäude aufbauen, ja? Hey! Aussteigen. Jo! Hoppala. Beide kehren bitte zurück. Wenn ihr abgeschossen werdet, dann ist es so. Dann baue ich neue. Oh, das Kapitol steht schon mal. Wir werden angegriffen. Ja. Huch! Okay. Warum ist da ein neurussisches Kapitol, das nicht von mir ist? Kapitol sage ich schon. Neurussisches Dock. So, die bewachen jetzt halt das Kapitol. Also es gibt keine Punkte. Schade. Also muss man tatsächlich erstmal die andere Aufgabe erledigt haben, damit das überhaupt irgendwie Bestand hat. Ja gut. Dann baue ich jetzt die benötigten Gebäude und dann werden wir ja sehen, was passiert. Er schickt schon wieder einen Wächter vorbei. Wir werden angegriffen. Keine Panzer, ne? Hat er noch irgendwo anders eine Kaserne zufälligerweise? Dann haue ich ihm die nämlich. Ja, da ist noch eine. Dann prügelt die mal weg. Bitte. Anscheinend ist es das Einzige, was er gerade baut. Dann können wir nämlich das Kapitol tatsächlich mal auf Verweis zurücklassen. Dann können sich die Ares nämlich um die Bürgerinnen kümmern. Bürger. Einmal den nochmal abknallen, bitte. Dankeschön. Lassen wir das Kapitol einfach mal alleine. Ja, kann man ja auch mal machen, ne? Ist das größenwahnsinnig? Ja, definitiv. Aber warum da auf einmal ein Dock ist von den Neurussen und das ist noch im Bau? Also, das ist ja ganz kurios gerade. So, ihr kommt schon mal mit. Ich habe jetzt auch keine Mitteilung gekriegt, ne? Irgendwie von wegen, ja, Aufgabe erfüllt, danke dafür und nix, gar nichts. Kam gar nichts. Irgendwie kurios. Möchte man meinen. Soll ich Molotow? Warte mal, wir nehmen mal Molotow mal mit. Genosse, für das Vaterland. Boah, was ist denn da los? Alter, das, ja, das war jetzt eine sehr schlechte Idee, meine lieben Ares. Das war eine ganz schlechte Idee. Ja, genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Super. Das habt ihr hervorragend gemacht, Jungs. Jetzt habt ihr nämlich voll die Wächter angezogen. Ja, genau, verpieselt euch, Mann. Ich muss die leider weghauen, es tut mir leid. Sonst haut er mir meine Leute weg. Wir werden angegriffen. Ah, den einen oder anderen wird er mir killen. Oh, ihr seht, wo die Stärke, wo wieder Stärkeverhältnis ist, ne? Ich denke mal, es dürfte klar sein. Gut, ich verliere vielleicht den einen oder anderen, aber dafür verliert er jede Menge Wächter. Ja.
seinen Herkules-Panzer baller ich ihn jetzt auch noch weg. Den auch. So, Fall erledigt. Wir werden angegriffen. Oh, das Kapitol wird fleißig ignoriert. Und die reparieren sich von selbst. Einmal den wegkloppen, bitte. Dankeschön. Molotow wird auch dabei bleiben. Wir werden angegriffen. Sehr schön, jawohl. Sehr gut. Ach, jetzt habe ich Molotow wieder nicht eingesammelt. Sollte es doch Molotow mitnehmen. So, und die reparieren sich jetzt in Ruhe. Scheint auch recht schnell zu gehen. Das Kapitol wird nicht beachtet. Ich find's lustig. Ich find's echt lustig. Das Kapitol wird einfach null beachtet. Ich krieg keine Beachtung. Es wird nicht angegriffen und gar nichts. Es kann da einfach stehen bleiben. Die Frechheit. Oh, stand da noch irgendwas wegen der Cyborg-Fabrik? Ja, steht jetzt auch alleine, siehst du? Also keine Punkte. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte nämlich gedacht, es würde Bonuspunkte dafür geben. Wenn man da ein Kapitol hinkloppt. Aber naja, gut. Ist jetzt halt so, ne? Ich glaube, Kuba hat, glaube ich, auch so noch ein Stadtzentrum. Ja, hier noch, genau. Also alles gut. Schadet ihm jetzt nicht so wirklich, wenn das Kapitol weg ist. So. Die Damen bauen jetzt erstmal zwei Docks. War ja der Befehl, zwei Docks bauen. Du baust einmal bitte ein V, eine Werft. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Und danach noch drei Cyborg-Fabriken. Dann haben wir die Bedingungen erfüllt. Er versucht es immer wieder. So, ein Dock ist fertig. Das andere auch gleich. Sehr schön. Spare ich mir das nämlich mit der Abwehr. Dann hauen die da ihre Docks hin und die Werft. Und danach noch die Cyborg-Fabriken und dann ist das Ding durch. Sehr gut. So, und jetzt die Cyborg-Fabriken. 1, 2 und 3. So, an die Arbeit mit euch Mädels. Ich habe die Ares gut verbessert, ja? Die ballern alles weg, was in die Nähe kommt. Wisst ihr wohl. Sehr schön. Wir werden angegriffen. Was? Oh. Der Amerikaner wieder. Immer dieser Amerikaner. Mann, 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 Mann. Nee, 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 nee. Was? Also wieder ein paar Wächter, die da meinen, für Ärger sorgen zu müssen. So, zwei sind fertig. Jetzt kommt die noch dazu. Jawohl! Gregor, unsere Basis auf Kuba ist eingerichtet. Die Invasion der Vereinigten Staaten kann beginnen. Gut gemacht, General. Die Zivilbevölkerung Kubas ist zu groß, um sie zu kontrollieren, aber zu gering, um von Nutzen zu sein. Alle zusammentreiben und töten. Aber das sind mehr als 18 Millionen unschuldige Menschen, Gregor. Sie sind keine Gefahr für uns. Muss ich Sie belehren, Molotow? Man ist entweder für den Staat oder gegen den Staat. Sie sagten einst, unsere Truppen seien schon zu verzettelt. Und jetzt sollen Sie auch noch unbedeutende Fremde bewachen. Befolgen Sie meinen Befehl. Ich habe Neurussland immer treu gedient, aber diesen auf kalter Logik basierenden Befehl kann ich nicht ausführen. Gewinnen Ihre menschlichen Gefühle Oberhand, Molotow. Vielleicht habe ich in den letzten Jahren zu viel von Ihnen verlangt. Große Verantwortung kann sehr belastend sein. Kehren Sie sofort nach Moskau zurück. Und ich sorge dafür, dass Sie Ihre wohlverdiente Ruhe bekommen. Vermutlich die ewige Ruhe sein. Ich mag wie ein Monster aussehen, aber ich bin immer noch ein Mensch. Vielleicht musste der Unfall mich daran erinnern. Sie sind von Sinnen. Immerhin verdanken Sie mir Ihr Leben. Verraten Sie mich nicht, Molotow. Ich warne Sie. Das Risiko gehe ich ein. Wenn ich jetzt sterbe, dann wenigstens als Mensch, nicht als kaltherziger Roboter. Ich muss diese Amerikanerin Molly treffen. Wenige Tage später. Warum sind Sie hergekommen?
Ich hätte sie töten lassen können. Spricht für Sie, dass Sie es nicht getan haben. Ich bin hier, weil mir Neurussland wie ein Schandfleck vorkommt. Der Traum eines Mannes vom mächtigen Russland wurde zum Albtraum, wo Unschuldige zum Wohl des Staates geopfert werden. Wir Außenstehenden wissen das schon eine ganze Weile. Aber wieso sollte einer hier Ihnen vertrauen? Sollen wir an einen plötzlichen Sinneswandel glauben? So plötzlich auch wieder nicht. Mich plagten schon vor meiner Einstellung Gewissensbisse. Seither sagen wir, nicht nur mein Aussehen hat sich da verändert. Und zum Vertrauen? Was bleibt Ihnen übrig? Glauben Sie, den USA gelingt, was alle anderen nicht schafften? Und lohnt es sich nicht, Blutvergießen möglichst zu vermeiden? Das stimmt wohl. Aber was genau wollen Sie vorschlagen? Die Chancen stehen gegen uns. Selbst mit meiner Kenntnis der Streitkräfte Neurusslands können wir sie nicht konventionell aufhalten. Aber ich habe einen Plan. Die Chinesen machten Zeitreiseexperimente und ich konnte die Pläne der Zeitmaschine stehlen. Ich denke, die USA müssen davon gewusst haben. Vielleicht betreiben sie sogar ähnliche Forschungen. Ich sehe nur eine Möglichkeit. In der Zeit zurückreisen und dies alles verhindern. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird oder alles schlimmer macht. Sehe aber keine Alternative. Ich muss zustimmen. Na gut, General Molotow. Ich lasse Sie sicher in die USA geleiten. Dort werden Sie jede Hilfe bekommen, die Sie brauchen. Ja, vom treuen General zum Verräter. Also, laut Gregor dem Zweiten Verräter. Ich denke mal, die Entscheidung kann man schon durchaus nachvollziehen als normal vernünftig denkender Mensch. 18 Millionen Leute ausrotten, hallo? Das ist ja wirklich heftig. Ja, genau, jetzt laufen sie nämlich alle über nach und nach. Ja, ja, 15 Punkte gibt's. Bauen Sie eine Zeitmaschine auf Kuba und schützen Sie sie, während sie aufgeladen wird. Dann müssen Molotow und Molly direkt neben Sie gebracht werden. Ja, ist das nicht schön. Ich habe Ihren Wissenschaftlern die Pläne gezeigt und es gibt schlechte Nachrichten. Ich verstehe die technischen Details nicht. Aber die Kräfte der Zeitreise scheinen sich leichter manipulieren zu lassen, wenn wir die Maschine irgendwo auf Kuba bauen. Das wird schwierig, da Ihre Jungs das Land gerade gestürmt haben. Aber wenn es sein muss, bekommen wir Kuba. Ach ja, seht ihr? Die USA waren nicht untätig, während sie China und Europa verwüstet haben. Wir haben verbesserte taktische Nuklearraketen erprobt. Ja. Die Explosion ist begrenzt, um Kollateralschäden zu verringern. Sie ist so zielgenau, wie eine Atomwaffe nur sein kann. Aber sie sollten mit jedem Widerstand fertig werden. Tja, jetzt sind wir die Verräter, Freunde. Jetzt haben wir... Ja, Miami, Russland. Ja, genau. Miami, Russland. Sehr gut. Gut, dann starten wir mal die Atomsprengköpfe, die sie da haben. Ja, das sind Atomsprengköpfe. Was dachtet ihr denn? Kann ich helfen? Tja, jetzt müssen wir die Zeitmaschine bauen. Gut, dass wir genügend Vorräte haben. Echt. Fertig, kann ich Sir. Die jetzt auch bauen? Nee, ich kann Wachposten bauen. Ja, toll. Fertig, wozu habe ich dann Wächter, wenn ich nur Wachposten kann bauen kann? Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, fertig, Sir. Das ist ja nun auch Quatsch, ne? Natürlich. Oh, naja, gut. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Genau. Ja, dich brauchen wir gleich. So viele Ressourcen brauchen wir jetzt hoffentlich nicht mehr. Ihr erster Offizier. Aber was habt ihr hier alles rumschwirren, Amerikaner? Was ist da los? Ihr erster Offizier. Ha? Kurs wird gesetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Fregatten sind versenkt worden. Übrigens, ja, ihr hört richtig, der hat die Sprecher vom U-Boot des Zweiten Weltkrieges. Des Ersten und Zweiten. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Unser Kurs, Sir? Und es ist sehr komisch. Ja, also ihr seht jetzt, Neurussland hat jetzt alle unsere Gebäude übernommen. Alles, was wir gebaut haben. Und ich hatte tatsächlich recht. Jetzt ist Kuba tatsächlich ein Verbündeter von uns. Genauso wie das Ami-Land. Also war es nicht verkehrt, das so zu machen. Wo ist der Transporter da? Und natürlich hat man uns sämtliche... Wie gesagt, man hat uns alles geklaut, nur eben halt die Ressourcen nicht, die wir hatten. Es wäre ja auch noch schöner gewesen, wenn sie uns die auch noch geklaut hätten. Du kannst mal eine Siedlung bauen hier, bitte. Ja, ja, so ist das, Freunde, nicht? Wir werden angegriffen. Ja, genau. Und Gregor der Zweite baut natürlich jetzt verrückte Cyborgs.
Aber Kuba ist noch wehrhaft, das ist das Gute. Blöd nur, dass er da jetzt das Kapitol hat. Naja. Ich hoffe, die reichen. Ich kann noch 3 Bürger zusätzlich bauen, weil die beiden müssen ja auch mit. So, und danach bauen wir ordentlich Jägerbomber. 14 Stück. Ich glaube, das war hier, ne? Kann das sein, dass es hier war oder war es da hinten? Ich glaube, da hinten war das eher. Schick den mal darüber. So, was ist mit euch beiden? Achso, ihr seid, genau. Seid ihr da rein? So. Wie viele Bürger kommen noch? 2. Gut, dann schickt die ins Eisen. Abliefern, ihr kommt mit. Genau, bauen sie die Zeitmaschine auf Kuba und schützen sie sie. Ja, das schützen wird die Sache, ne? So, mitkommen, rüber. Dorthin und abladen. So, und dann. Die klingen auch wieder wie so ein Raumschiff. Wir werden angegriffen. Die klingen auch wie ein Raumschiff. So, und dann bauen wir nochmal eine Cyborg-Fabrik. Ja, hauen wir die Fregatten ruhig weg. Ist okay. Ich brauch die eh nicht. Ich habe dafür keine Verwendung. Übrigens, die Raketensilos greifen nur an, wenn sie das Ziel auch sehen können, ne? Nur mal so am Rande. Aber wie man sieht, aber die machen. Alter, was ist denn hier passiert? Die ganzen Gebäude sind weg. Seht ihr das? Meine ganzen Türme sind alle weg, die ich hier gebaut hatte. Sind alle weg. Na gut, mir soll es recht sein. Wo sollen wir die Zeitmaschine denn bauen? Jawohl, Sir. Gute Frau. Unverzüglich. Hä? Für das Volk. Wahrscheinlich hier hinten am Zipfel, ne? Ich habe jetzt natürlich keine genaue Angabe. Gut, dann hauen wir das. Dann hauen wir die Zeitmaschine hier hin. Dahin. Gut. Weil ich habe jetzt keine spezifische Angabe gekriegt, wo das hin soll. Deswegen hauen wir es jetzt einfach dahin. Ganz einfach. Wie, du arbeitest nicht? Arbeiten! Los! Hängt fest! Er kommt nicht mehr raus! Wie geil ist das denn? Ja komm, dann machen wir es halt mal so. 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 Was war das denn? Er kam einfach nicht mehr raus. Wie kann das denn passieren? Sag mal so, und die Wächter hole ich gleich mal rüber. Die brauchen wir eh nicht. Oh, die sind sympathischer als die Schwarzhemden. Also von daher alles gut. Mit denen kann ich eher als mit den Schwarzhemden, bin ich ehrlich. Eigentlich brauchen wir mehr Gold, ne? So. Aber ich will nicht zu viele Bürger bauen. Weil wir brauchen eher Militär als Bürger. Fertig, Kommandant. Siehst du, wir haben schon mal 3 Bomberchen rumkreisen. Jägerbomber. Ich weiß nicht, ob ich Ares baue. Ja, kommen ein paar Ares nochmal dazu. Schadet, glaube ich, nicht. So, der Heli kommt an. Sehr schön. Ja, so kann es kommen, Freunde. Jetzt wisst ihr, warum die Mission auch so heißt, wie sie heißt. So, 9 Wächter. Rüber. Schützt die Zeitmaschine. Wir werden auch danach gleich direkt Türme bauen. Plus die Leute in eine Siedlung stecken, damit das gleich ein Stadtzentrum ist. Ne, das übliche Programm. Ihr kennt das ja schon. Wir werden uns hier richtig schön festsetzen. Ja, Kommandant. Jetzt seht ihr auch, warum ich die Kubaner so gut es geht verschont habe, damit sie noch richtig schön zuschlagen können. Wie man sieht, offenbar teilen wir die Sichtweite tatsächlich mit der kubanischen Marine. Das ist sehr interessant. Also mit Kuba selber nicht, aber mit der kubanischen Marine. Cool. Sehr schön. Die Jungs sind auch da. Wunderbar. Dann kannst du wieder zurück. So, was ist mit dir? Du kannst Holz hacken. Das Schöne ist ja, die Einheiten, die wir verbessert haben, die bleiben auch verbessert. Das ist das Schöne. Ich kriege schon wieder kalte Füße. Ja, im Juni. Kalte Füße. Sehr schön. Super. Was? Ich höre irgendeinen Angriffssound. Was ist hier? Ach, der Kubaner beschießt unser gebautes und geklautes Kapitol. Das ist doch in Ordnung. Kann er gerne machen. Ja, die Punkte, die wir haben, die spare ich mir erstmal. Oh, wir haben schon ein paar Jägerbomber kreisen. Das ist ganz gut. Und sobald die 5 fertig sind, werden die gleich mal eine Siedlung bauen. Direkt hier. Speichere das einmal ab. Unter Glück, genau. Wie sieht die Zeit aus? Oh, wir sind ja recht gut in der Zeit. Dadurch, dass Molly Ryan ja auch eine Strategin ist, kann sie auch die Wächter gegebenenfalls heilen. Das ist sehr gut.
Ja. Sie hat keinen Punkteboost. Er auch nicht. Interessant. Kann ich Ihnen helfen? Gut. Wir haben sie gebaut. Was jetzt? Gut. Kann ich Sicher. Helfen? Die Zeitmaschine braucht mindestens 5 Stunden, bis sie bereit ist. 5 Stunden? Wir müssen sie schützen und später nachsehen, ob unser Plan aufgeht. Wen schicken wir zurück? Sorry, aber sie dürften in der Vergangenheit ziemlich auffallen. Ich denke, ich mache die Reise. Mein Russisch ist flüssig und ich bin für Spezialeinsätze ausgebildet. Auch wenn nicht gerade Einsätze wie diese auf dem Lehrplan standen. Na gut, Molly. Aber ich weiß, wohin wir reisen sollten und besitze unschätzbares Wissen über diese Ära. Wir reisen gemeinsam zurück. Die haben wirklich alles weggerissen hier, ne?